So, wir sind hier in Südtirol-Eppan beim Gartenhotel Mosa und da haben wir jetzt den Außenbereich. Da haben wir auch wiederum Ruheplätze, außen Schwimmbäder, da haben wir Pool 1, Pool 2 Wasserrutschen für die Jugend und da haben wir jetzt auch wiederum ganz was Tolles. Da haben wir so Liegebereiche, das ist jetzt keiner drin, also wie gesagt, dann schauen wir da mal kurz rein. Das ist natürlich auch was Tolles. Und, das muss man sich jetzt anschauen, das ist natürlich gewaltig, die ganze Anlage. Man kombiniert zwischen innen und außen, das ist jetzt das Hallenbad. Also wenn das Wetter einmal umdreht oder mal nicht so schön ist, dann hält man sich drin aus und sonst kommt man gleich wieder in den Außenbereich. Das Tolle ist hier, da schauen wir jetzt auch, wenn da keiner drinnen ist, da vorne, das haben wir eh gesehen, ist noch ein Ruhebereich. Und da hat man jetzt eine Textilsauna gemacht, wo man schauen kann, gleichzeitig, wie es der Jugend so geht. Also das ist natürlich schon was sehr Tolles. Also wie gesagt, Textilsauna, wo man bekleidet drinnen ist, wo man gleichzeitig auf die Jugend aufpassen kann. Da drüben ist die Saunabereiche und Ruhebereiche, wo man textilfrei unterwegs ist. Da haben wir dann Hallenbad. Da geht es wieder raus, da haben wir wieder Ruheplätze und da geht es dann WC nochmal und da schauen wir jetzt wieder raus, das ist der Ruhebereich, da schauen wir kurz, da schauen wir gerade mal, ob wir da nochmal rauskommen, Achtung, ja, der ist sogar zu, schauen wir, dass wir da von der einen Seite rauskommen. Also kann nichts passieren, da können wir raus. Also ist so getrennt, dass man nur mit Kartal dann reinkommt. Da schwenke ich mal rüber, das ist der Bereich nochmal, da auch nochmal. Und da ist dann oben das Restaurant, da unten ist auch nochmal Liegebereich, da drüben ist dann der Kinderclub und da ist dann Volleyballplatz. Restaurant. Und da sieht man, da ist dann hinten ein großer Kinderclub. Weiter vorne ist Fußball und so Sachen.